Straßenkinder von Jakarta, chancenlos und ungeliebt. Im Projekt der Kindernothilfe aber ist alles anders. Hier erhalten die Mädchen und Jungen echte Perspektiven. Mit Schule, Sport und jede Menge kreativen Angeboten. Ins Haus der ehemaligen Straßenkinder kommt heute prominenter Besuch aus Deutschland. Die Schauspielerin und Kindernothilfebotschafterin Natalia Wörner. Neugierig lässt sie sich alles zeigen und erklären, von engagierten Pädagogen, vor allem aber von den Kindern und Jugendlichen selbst. Zum Beispiel, wie aus alten Flaschen oder mit ein bisschen Anleitung großartige Kunstwerke entstehen. Die gebürtige Stuttgarterin ist ganz begeistert. Und wenn man hier so durch das Territorium wandelt, hat man das Gefühl, das sind Kinder, die Vertrauen ins Leben wieder bekommen haben. Und ich glaube, das ist das Schönste. Vertrauen wird aufgebaut, Talente werden gefördert und entwickelt. Kunst spielt dabei eine ganz große Rolle. Aber neben Workshops und Werkstätten gibt es auch Unterricht und die Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen. Mich hat die Werkstatt total beeindruckt. Ja? Die Möglichkeiten, die es hier gibt, die hier entwickelt worden sind, mit all der Hilfe von Menschen, die eben auch aus der Region kommen, was ich auch so toll finde. Dieser Künstler, der hier gerade vorbeikam, der hier um die Ecke wohnt, aber auch von Leuten aus Europa zum Teil, die herkommen und ihre Möglichkeiten geben, ihre Kreativität, ihre Fantasie, ihre Zeit, ihre Liebe und den Kindern hier vor Ort etwas möglich machen, mit den Mitteln, die ganz simpel sind, was ganz Großes zu gestalten. Wunderschön. Das Kindernothilfezentrum, ein Ort zum Wohlfühlen und Lernen. Musik steht bei den ehemaligen Straßenkindern ebenfalls hoch im Kurs, mit traditionellen Instrumenten und Liedern. Und was die Kindernothilfe unterstützt, ist sozusagen ein Moment von Kreativität, der in der Not, aus der Not heraus irgendwas Großes macht. Und das ist schön. Irgendwas ist magisch hier. Ein magischer Ort, mitten im für Straßenkinder durchaus gefährlichen Jakarta.